Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um die Glossy Box Young. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Young gehört zur Familie der Glossy Box. Die Familie der Glossy Box besteht quasi aus der Glossy Box Young, der Glossy Box Men und der Schwester der Look Fantastic Beauty Box, wenn man das so sehen möchte. Genau, und die Glossy Box an sich ist natürlich auch noch mit am Start. Die Glossy Box an sich ist ja die Abo-Box, die man im monatlichen Abo für 12,50 Euro bis 15 Euro pro Box kaufen kann. Und alle paar Monate gibt es noch die Glossy Box Men. Und dann gibt es alle 2 Monate die Glossy Box Young. Die kostet dann 10 Euro. Die kann man einmalig einfach bestellen, egal ob man Abonnent oder nicht Abonnent ist. Und ja, die kommt dann gefüllt mit 5 Beauty-Produkten zu dir nach Hause. Ist eher so für die jüngere Generation ausgerichtet. Das heißt, normalerweise finden wir hier nicht so die Anti-Falten-Produkte oder so vor. Und meistens auch ein bisschen mehr was Fancyeres, sage ich mal. Also so Bilou-Schäume und so ein Kram ist da mehr so drin. Und genau, ich glaube, dass jetzt mittlerweile dieses Design das Standarddesign der Glossy Box Young ist, denn wir haben die jetzt schon des Öfteren in dieser Verpackung erhalten und es gefällt mir für diese, für dieses Motto ganz gut. Und jetzt machen wir das mal auf. Da ist der Deckel. Gut finde ich halt, dass alle Boxen das gleiche Format haben. Das heißt, wenn man die als Ordnungsboxen verwendet oder so, hast du halt immer die gleiche Größe. Ne? Das ist immer ganz praktisch. Und hier haben wir dann den ersten Blick, wenn der Deckel entfernt ist. Die Glossy Box Young kommt nicht mit einem klassischen Glossy Magazin, sondern mit einem Glossy Flyer um die Ecke. Der schaut so aus und hinten drauf sind die Produkte abgebildet. Und hier haben wir dann quasi, wie die Box so aussieht. Ich gucke mal eben kurz, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben. The New Me Edition. Die neue Ich-Edition, okay, interessant. 6 überzeugende Kosmetik- und Pflegeargumente warten in der brandneuen Glossy Box Young Beauty darauf, deine Routine zu revolutionieren. Für ein ganz neues, strahlendes Ich. Sei wagemutig, witzig und frech. Brich Regeln, probiere das, wonach dir gerade ist und entdecke neue Beauty-Favorites in deiner Box, die dich vor allem in Sachen Basispflege für den schönsten Teint sowie samtweiche Haut unterstützen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty Team. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr motivierend an, um ehrlich zu sein. Also Basispflege, ja, ne, Pflege, Gesichtspflege, kann ich mir gut vorstellen. Körperpflege manchmal auch. Ich rieche mal dran. Ich rieche nichts. Ich öffne da mal das Seidenschleifchen und komme dann zum Seidenpapier, wo ich den Klebi einmal öffne. Rückstandslos, finde ich klasse. Und dann haben wir hier den Blick in die Box und da kommen mir tatsächlich auch manche Produkte, wo mein Blick hier drüber schweift, sehr bekannt vor. Als allererstes nehme ich mal das Produkt raus, was irgendwie gefühlt in jeder Glossy Box Young drin ist, nämlich ein Produkt von Bilou. Finde ich super witzig. Cherry Kisses from Bilou. Das ist ein pflegender Cremeschaum. Das heißt, das ist in dem Sinne kein Duschschaum. Du verwendest das, um dich damit einzucremen. Ich glaube, den habe ich auch schon mal verwendet. Ist immer so eine Sache für sich. Ich finde es sehr einfach, sich damit einzucremen, aber die Düfte von Bilou sind echt eine Hausnummer. Das ist immer sehr, sehr süß, aber ich mag gerne Kirschen, ne? Deswegen, anfangs, wenn ich die verwende, finde ich das immer total geil und ich feiere das hart, ne? Aber irgendwann geht mir das so auf den Sack. Bin ich ehrlich, dann bin ich auch froh, wenn die leer sind. Und ich muss auch sagen, dass die gar nicht so lange halten. Also so viel kriegst du da gar nicht raus. Naja, aber es ist eine coole Geschichte eigentlich. Und ja, Zuckerkirschen steht hier auch als Duft hinten drauf. Definitiv, das riecht so wie diese, wenn man damals, als ich ein kleines Kind damals war, ich bin 89er Baujahr, Leute, wobei gebaut wurde ich wahrscheinlich auch schon 1988 war. Frag meine Eltern. Egal. Auf jeden Fall, ich komme nicht klar. Auf jeden Fall konnte man damals, als ich ein Kind war, noch zu dem Tante-Emma-Laden gehen, der sich halt bei uns in der Siedlung befunden hat und dann an der Tür klingeln. Oder halt, wenn man irgendwie dort überhaupt irgendwie mit der Mama oder der Oma einkaufen war. Und dann hat man so Kirschlollis bekommen. Die kriegt man auch immer noch zu kaufen. Aber die schmecken nicht mehr so geil, wie sie damals geschmeckt haben, Leute. Es ist nicht mehr das Gleiche. Und ja, ne, so riecht das. Genau, als würde man sich quasi mit diesen Kirschlollis einreiben. Läuft. Die Pflegewirkung ist so okay, würde ich sagen. Ne? Wohingegen die Pflegewirkung bei diesem Produkt mega ist, denn die habe ich auch schon mal verwendet, von Misha ist das eine Pearl-Maske. Und das ist eine Airy Fit Sheet Mask Cream Type.
Perlenextrakt sorgt versorgt matten Teint mit Mineralstoffen und bringt ihn zum Strahlen. Potato. Kartoffelextrakt hält Pigmentmale sanft auf und beruhigt empfindliche Haut. Und roter Ginseng versorgt schwache Haut mit Nährstoffen und neuer Energie. Und Shea Butter bildet einen schützenden Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Ne? Ich mag die Masken von Misha sehr, sehr gerne, weil die sehr dünn sind, eine tolle Passform fürs Gesicht haben. Deswegen finde ich es klasse, dass es mit drin ist. Ich habe die aber schon mal verwendet und ja, deswegen. Also ich habe beide Produkte, die jetzt drin waren, schon mal verwendet. Muss aber sagen, dass ich sie gut fand. So auf ihre Art und Weise. Bilou schon, die sind immer wirklich sehr zwiespältig. Dann von Kuishi, das hatten wir vor 2 Jahren, glaube ich, in dem Adventskalender drin, ich weiß es nicht, aber hatte ich auf jeden Fall auch schon mal. Make-up Remover, Cleansing and Calming, Eyes and Sensitive Areas, das ist ein 2-Phasen-Ding. Wir sehen hier unten die blaue Phase und oben drüber sehen wir dann die Ölphase quasi, also die durchsichtige Phase halt. Damit kannst du dein Augen-Make-up runternehmen. Finde ich auch soweit solide. Ich persönlich bevorzuge aktuell eher diese Abschminkbalsame. Das ist irgendwie sanfter für meine Haut. Da habe ich keinen Film auf meinen Augen drauf oder so. Genau, aber sowas kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Also eine Maske, ein Eincreme-Gedünsen und Make-up-Remover kann man gut gebrauchen. Dann haben wir hier ein Produkt drin von Nude Sticks. Auch der kommt mir gerade sehr bekannt vor. Den hatten wir doch auch schon mal irgendwo. Ne? Ich meine, im Prinzip holt man sich die Glossy Box Young jetzt nicht unbedingt, wenn man schon die Glossy Box im Abo hat. Normalerweise. Ne? Aber den hatten wir tatsächlich jetzt auch schon letztes Jahr in der Glossybox drin. Das ist so ein bisschen Resterampen-mäßig gerade. Gel Color Lip and Cheek Balm und das ist in der Farbe Siren. Genau, also Nude Sticks ist sehr, sehr hochpreisig und ich meine, das war sogar der Stift, wo man sich so, ne, drüber gewundert hatte, dass man so einen kleinen Stift extra dafür herstellt, um ihn in die Box zu packen. 2,5 Gramm sind hier nämlich drin. Genau, und hier steht im Heftchen der Preis für 2,8 Gramm. Sehr, sehr merkwürdig, ne? Den müsste ich auch theoretisch noch irgendwo haben. Aber ich sehe den jetzt nicht auf den ersten Blick, das heißt den, doch sehe ich, Moment, kann ich euch dann direkt swatchen, das ist doch cool. Habe ich nämlich hier noch meinen und da ich ja sowieso auch ein Fullface mit den Produkten aus den Beautyboxen mache, kann ich dann den, den ich sowieso schon habe, mit in das Fullface reinnehmen. Macht ja durchaus Sinn, geil, den habe ich glaube ich auch nur in dem Video einmal geswatcht und dann nie wieder verwendet, ne? Das läuft ja auch. So schaut er dann aus, wenn man den nur auf die Lippen geben würde. Es ist eine schöne rote Farbe. Da kann man sich soweit nicht beschweren. Und jetzt blende ich den so ein bisschen aus, weil der soll ja auch so ein bisschen blushmäßig funktionieren. Sieht man jetzt eine Seite verblendet, eine unverblendet. Ja, sieht frisch aus. Ne? Und das erfüllt auf jeden Fall den aktuellen Trend, dass man halt diese Creme-Blush-Geschichte hat. Ja, ne? Kommt auf jeden Fall dann in meine entsprechende Box. Dieses Produkt hatten wir, glaube ich, in dem Adventskalender. Wir voll, ne? Ich hatte das im Adventskalender von Luisa Creschen. Und das ist von Biroutine, die Nachtcreme. 24 Stunden Feuchtigkeit und Regeneration. Pflegt die Haut intensiv über Nacht. Jo, auch eine Nachtcreme kann man durchaus sehr gut gebrauchen. Finde ich auch nice. Diese Marke Biroutine kommt öfters mal auch jetzt Gott sei Dank in den Boxen vor. Sehr, sehr erschwinglich, ne? Und soll auch sehr gut sein, auch von den Inhaltsstoffen her. Ist sogar ein Glastiegel. Finde ich schön. Da beschwert man sich nicht, ne? Nö, also ich nicht, auf gar keinen Fall. Zu machen. So, und dann haben wir noch ein letztes Produkt und da haben wir von Compeed sofort Blasenpflaster für die Ferse. Ja, ne? Ich mache nicht so wirklich Sport, deswegen kann ich sowas für mich persönlich nicht unbedingt verwenden. Aber es gibt sicherlich Leute, die sich das, also die sich da sehr drüber freuen, dass es mit drin ist. Ja, aber für mich jetzt nicht so etwas, was in eine Beautybox gehört, genau wie Zahnpasta. Ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt. Aber gut, das war jetzt die Glossy Box Young. 10 Euro habe ich für die Produkte im Prinzip ja in Summe bezahlt. Habe aber schon einen derben Wert hier raus, wenn ich mich hier mal so, ne, wenn ich mir das Vieh hier mal angucke, da kommen wir safe auf, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Und das ist für eine Glossy Box Young ganz schön viel, muss ich sagen. Doch, also mir gefällt das wohl. Eine kunterbunte Pflegeauswahl, ein bisschen dekorative Kosmetik. Cool, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Abo-Boxen, Schminki-Boxen.
Beauty-Boxen, Boxen von diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!